Hallo, heute zeige ich euch, wie man linke Maschen stricken kann. Ihr braucht dazu Garn und ihr braucht dazu Stricknadeln. Wie ihr seht, habe ich hier einige Maschen aufgenommen und auch einige rein gestrickt. So, nun habe ich hier auf der einen Seite meinen kurzen Faden und den lege ich hier zur Seite und dann habe ich noch meinen Arbeitsfaden. Und möchte ich linke Maschen stricken und dazu nehme ich den Faden nach vorne. Ich nehme ihn so nach vorne und dann steche ich vorne ein, hole den Faden auf meine Stricknadel und führe das Ganze hier auf die Stricknadel rüber. Also nochmal hier einstechen. Also so vorne, von rechts nach links, den Faden durch diese Schlaufe holen und das Ganze rüberschieben. Also, wie ihr seht, es ist ziemlich einfach. So vorne holen und rüberschieben. So kann man linke Maschen selber stricken. Und ihr seht, im Vergleich zu rechten Maschen, sehen die linken Maschen ganz anders aus. So, also ich wünsche euch viel Spaß und viel Erfolg beim Nachmachen.